So, damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Modul Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. Ich habe eine Aufgabe zu Make or Buy mitgebracht. Führen Sie für verschiedene Produktionsmengen einen Kostenvergleich zwischen der Eigenfertigung und der Fremdbeschaffung von Rollcontainern durch. Vergleichen Sie hierzu die bei der Eigenfertigung anfallenden Kosten je Container mit den beim Fremdbezug zu veranschlagenden Bezugspreisen je Stück. Berücksichtigen Sie, dass der Skonto genutzt wird. Darunter finden wir jetzt die Angaben zur Eigenfertigung wie auch zur Fremdbeschaffung. Eigenfertigung, also die Produktion von Rollcontainern, die wir selbst durchführen. Nach eingehender Überprüfung der bestehenden Produktionskapazitäten sind wir zum Ergebnis gekommen, dass unser Unternehmen über Maschinen und Mitarbeiter verfügt, um jährlich 15.000 Container produzieren zu können. Somit stellt die geplante Produktion von jährlich 8.000 Containern überhaupt kein Problem dar. Auch entsprechende Kapazitäten sind vorhanden. Gemäß Kostenrechnung betragen die fixen Gesamtkosten 260.000 Euro pro Jahr und die variablen Stückkosten 340 Euro pro Stück. Ihr solltet auf jeden Fall im Vorwege den Unterschied zwischen variablen und fixen Kosten geklärt haben. Die variablen Kosten sind immer abhängig von der Menge. Und die fixen Kosten sind unabhängig, wie beispielsweise die Miete für die Gebäude. So, dann hätten wir im zweiten Zug für die Fremdbeschaffung ein Angebot von Rollcontainern. Wir bieten Ihnen die gewünschten Rollcontainer zu folgenden Konditionen an. Wir hätten einen Listenverkaufspreis, dieser ist netto angegeben, 367,35 Euro je Stück inklusive Verpackung zuzüglich Umsatzsteuer. Sie erhalten die Ware frei Haus, das heißt, Transportkosten fallen jetzt hier nicht an. Die Lieferzeit beträgt 14 Tage nach Auftragseingang und Sie haben die Möglichkeit, unsere Rechnung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder 60 Tage Nettokasse zu begleichen. Ja, und den Skonto, da steht ja eine Aufgabe oben, der wird genutzt. Das heißt, wir ziehen die 2% von den 100% Listenverkaufspreis ab und kämen dann hier auf die 360 Euro je Stück bzw. je Mengeneinheit. Wenn jetzt die Steuer noch dort drinne wäre, wenn das jetzt ein Bruttobetrag wäre, dann wären das 119%, dann ziehe ich die 19% erstmal ab und dann die 2% Skonto. Das heißt, ich müsste durch 119 teilen, dann die 19 einmal abziehen und dann entsprechend die 2% noch einmal. Aber wir haben das Ganze hier netto angegeben, deshalb direkt die 2% einmal ausrechnen, abziehen und dann kommt ihr auf die 360 Euro. Um die Aufgabe zu lösen, gehen wir über die Kostenfunktion. Man kann das Ganze auch mit einer Entscheidungstabelle lösen. Das Ganze wäre aber vom Aufwand etwas hoch. Es wäre ja für den Einstieg ganz gut, wenn man das tabellarisch einmal löst, dann hätte ich mehrere Spalten und zwar erstmal die Menge, dann die fixen Kosten, die variablen Kosten, Gesamtkosten, Stückkosten, Bezugspreis je Stück und dann die eigentliche Entscheidung, ob Make or Buy. Und das Ganze würde ich dann hier von 5.000 bis 15.000 Stück machen. Ich könnte dann hier in tausender Schritten dann vorgehen. Erstellt euch gerne eine Tabelle, ihr könnt auch gerne eine Grafik dann im Anschluss noch erstellen, aber wir lösen das Ganze mittels der Kostenfunktion. Das ist nämlich der schnellere Weg. Und wenn man gelernt hat, mit der Kostenfunktion umzugehen, die auch Bestandteil der Gewinnfunktion ist, dann kann man damit solche Aufgaben relativ flott lösen. Und es ist dann vom Aufwand weniger. Und wenn man, wie gesagt, die Kostenfunktion eingeübt hat, dann ja, ist das auch gar nicht mehr so schwer. Demzufolge, es gilt, ich schreibe euch diese noch einmal hin, wir hätten jetzt hier einmal eine Kostenfunktion, groß K in Abhängigkeit der Menge X, einmal KV, also die variablen Kosten in Abhängigkeit der Menge X, plus einmal die fixen Kosten KF. So, und wir lassen uns einfach mal anfangen, indem wir eine Funktion für die Eigenfertigung erstellen. Die Angaben haben wir ja alle hier gegeben. Eigenfertigung. Also Hintergrund ist, dass wir jetzt gleich eine Kostenfunktion für die Eigenfertigung haben und dann für die Fremdbeschaffung. Bedingung, wir setzen beide Funktionen dann gleich und hätten dann eben die Menge, wo Make or Buy übereinstimmen. Und ja, alles Weitere kommt dann im Nachhinein. Da will ich jetzt nicht schon vorweggreifen. Also, wir brauchen eine Kostenfunktion, nennen Sie einfach mal KE mit dem Index E. In Abhängigkeit der Menge X,
So, dann brauchen wir einmal die variablen Kosten. Variable Kosten sind hier 340 Euro pro Stück. Also 340 x, denn die variablen Kosten setzen sich zusammen, einmal aus dem Preis und der Menge. Und das Ganze dann plus einmal die fixen Kosten, die haben wir auch angegeben, 260.000 Euro. 260.000 Euro. Ja, und das wäre dann eben schon die Kostenfunktion für die Eigenfertigung. Das gleiche jetzt einmal hier für die Fremdbeschaffung bzw. den Fremdbezug. Fremdbeschaffung. So. Und auch hier einmal eine Kostenfunktion K, dann mit dem Index F in Abhängigkeit der Menge, die wir hier wie folgt haben. Und zwar, wir haben hier ein Angebot, 360 Euro je Stück. Also 360 x, ja, und das wäre es dann halt schon, Preis mal Menge. Und ja, jetzt seht ihr hier schon den Unterschied zwischen der Eigenfertigung und der Fremdbeschaffung. Der liegt in den Fixkosten. Hier ist der Unterschied. Ansonsten könnten wir die variablen Kosten direkt miteinander vergleichen und würden feststellen, die Fremdbeschaffung wäre teurer. 360 pro Stück im Vergleich zur Eigenfertigung, hier eben 340 pro Stück. Nur bei der Eigenfertigung wären wir anfangs von den Gesamtkosten höher, weil wir hier noch fixe Kostenhöhe von 260.000 Euro hätten. Das heißt, der Startpunkt wäre hier bei der Eigenfertigung deutlich höher. So, und um das Ganze jetzt aufzulösen, zum Ergebnis zu kommen, brauchen wir eine Bedingung, und zwar beide Kostenfunktionen KE von X gleichsetzen mit KF von X. So, dann müssen wir einfach hier nur unseren Term jeweils einsetzen. Da hätten wir hier einmal 340x plus eben die 260.000 und auf der anderen Seite dann hier die 360x. Ja, was machen wir jetzt? Wir packen x auf eine Seite, also minus die 340x, dann hätten wir hier noch 20x übrig. Und hier wären dann noch 260.000. So, das Ganze einmal dividieren durch 20, denn wir wollen ja auf x, wir wollen ja wissen, wie groß x ist. Hier bräuchte man jetzt kurz einen Taschenrechner, kann es am Kopf machen, 260 durch 20, 13.000. 13.000 Mengeneinheiten. So, und jetzt gehört noch ein Antwortsatz dazu. Und den gebe ich euch einmal verbal mit auf den Weg. Und zwar, wenn wir weniger als 13.000 Mengeneinheiten produzieren, dann würden wir uns dafür entscheiden, dass wir das Angebot in Anspruch nehmen. Also würden dann zu 360 Euro je Stück dann einkaufen bei. Wenn wir jetzt mal mehr als 13.000 Mengeneinheiten produzieren, dann würden wir die Eigenfertigung in Anspruch nehmen. So, weil die Eigenfertigung dann günstiger wäre. Das wäre jetzt aber nur eine quantitative Analyse. Man könnte natürlich jetzt mal qualitativ rangehen und nochmal nach den Vor- und Nachteilen der Eigenfertigung und der Fremdbeschaffung fragen. Wie beispielsweise könnte es auch zu Abhängigkeiten vom Lieferanten noch kommen oder was hätten wir noch? Kostenvorteile durch Spezialisierung oder wie sieht es mit der Flexibilität bei Nachfrageänderungen aus? Wie sieht es beim Einfluss auf die Qualitätssicherung aus oder auch wie sieht es mit Betriebsgeheimnissen aus? Da nach der Qualität könnte ich natürlich auch noch fragen und würde dann mich vielleicht nicht für das günstigere Paket entscheiden, sondern sogar für das teure Paket entscheiden, weil ich beispielsweise Einfluss auf die Qualitätssicherung ausüben möchte und mich nicht verlassen möchte auf den Lieferanten, der dann für mich die Container produziert. Ich schreibe jetzt hier nochmal in Kurzfassung die Lösung hin. Wir hätten also hier einmal, mach das mal so, die 13.000
Mengeneinheiten bzw. Stück. So, wenn ich jetzt hier hingehe, also einmal entweder links produziere ich weniger, rechts produziere ich dann mehr, dann würde ich mich, wenn ich mehr produziere, für Make entscheiden. So, wenn ich weniger produziere, für Buy entscheiden. So, und das war es im Prinzip schon. Das ist jetzt eine Kurzfassung der Lösung. Wie gesagt, man kann das auch tabellarisch nochmal auflösen und dann auch nochmal die Funktion grafisch nochmal darstellen. Dann sieht man den Schnittpunkt der beiden Kostenfunktionen noch einmal. Da kann man das Ganze ein bisschen schöner veranschaulichen. Auch die Angaben hier, die waren bei mir einmal in einem schriftlichen Angebot dann dargestellt und bei der Eigenfertigung war es eine interne Mitteilung an den entsprechenden Mitarbeiter, der hier diesen Vergleich einmal vornehmen sollte. Aber okay, das wäre dann hier auch ein bisschen zu weit gegangen. Aber ich habe euch eine Möglichkeit gegeben, ein Instrument mit auf den Weg gegeben, wie ihr so eine Entscheidung treffen könnt. Also wie ihr euch die Daten soweit aufbereiten könnt und dann hättet ihr hier eben das Kostenkriterium, dass ich mich für Make oder Buy entscheide auf Basis der Kosten. Ich kann, wie gesagt, auch qualitative Kriterien heranziehen, wie eben die Abhängigkeit oder auch Kapitalbindung oder eben der Einfluss auf die Qualitätssicherung und. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und bye.